Rockantenne. Das Album der Woche. Das Album der Woche. Die Beatsteaks sind zurück mit Studioalbum Nummer 8, nennt sich Yours. Und tatsächlich ist der Titel der Platte auch ein bisschen die Message der Band an die Fans. Diese ganzen Songs gibt's für euch auf die Mütze. Das sind 21 kleine Prachtstücke geworden. Tatsächlich eine ganze Stange, eine ganze Menge an Songs im Vergleich zu einem normalen Beatsteaks-Studioalbum, so mit 10, 11 Songs drauf. Hat den Hintergrund, dass die Band bei den Aufnahmen, ein ganzes Jahr lang hat es übrigens gedauert, gemerkt hat, ja, wir lassen jetzt mal allen Einflüssen und allen Ideen den freien Lauf fahren, so eine kleine Kompromisslosigkeitsstrecke, und es hat ganz gut getan. Dementsprechend sind 21 ganz unterschiedliche verschiedene Songs dabei rausgekommen, unter anderem eine Kollaboration mit Stereo Total, mit Deichkind, gibt auch einen sehr interessanten Sound zusammen, die beiden, und ein Duett mit Farin Urlaub. Wie es dazu kam, erzählen euch Peter und Arnim von den Beatsteaks am besten selbst. Das war so ein Demo, wo ich mal so Deutsch drüber so, geh nicht weg, bleib hier, und dann vernuschelte sich es schon und so, und dann waren die anderen haben gesagt, schreib mal fern, mach mal. Und dann habe ich es aber irgendwie nicht hingekriegt, so einen Monat lang so, und dann war immer so, nee, das geht. Und dann habe ich mir einfach überlegt, wen würde ich denn jetzt, von wem würde ich denn das Lied gerne hören? An was erinnert mich das? Und dann fiel mir Jan ein, so diese frühen Ärzte-Songs aus den 80ern, diese ganz, ganz einfachen, diese ganz einfache Sprache. Und dann habe ich ihn angerufen und dann wollte er das hören, und er so, ja. Und der Refrain kommt wirklich nur einmal. Ich frage so, ich glaube ja, das ist wieder so ein Beatsteaks. Gut. So viel zur Theorie, und jetzt würde ich sagen, hören wir am besten mal direkt rein in Yours. Yours von den Beatsteaks ist eine schöne runde Sache geworden. Völlig verdient dementsprechend auch unser aktuelles Album der Woche auf Rockantenne. Die Band testet das Ganze jetzt gerade fleißig aus im Live-Betrieb bis Mitte November, und zwar mit einem ziemlich vollgepackten Tourplan in einer kleinen Club-Tour. Und die Band hat uns auch verraten, nächsten Festival-Sommer, also 2018, dürfen wir auch feste mit ihnen rechnen. Wo und wann und wie genau, das alles gibt es natürlich rechtzeitig zu erfahren bei uns auf Rockantenne. Wir freuen uns drauf. Rockantenne, der beste Rock nonstop.